Hallo! In diesem Video ein paar Tipps für die Textverarbeitung in der Kommandozeile. Als erstes die Länge eines Textes ermitteln. Dazu gibt man ein EXPR-Leerzeichen LENGTH. Dann kommt der Text, zum Beispiel Hallo World. Das sind 11 Zeichen. Oder als zweite Möglichkeit gibt man ein Echo. Dann Text Hallo World. Und die Ausgabe von Echo, also Hello World, gibt man dann weiter an das nächste Tool. Also wird Hello World zur Eingabe von AWK in Anführungszeichen in geschweiften Klammern Print LENGTH. Da kommt dann auch 11 heraus. Oder als nächstes den Teil eines Textes herausschneiden, das realisiert man mit dem Tool Cut, zum Beispiel Zeichen 1 bis 5 oder Zeichen 6 bis Rest oder Zeichen 2 bis 4. Dann den Text in einem anderen Text finden. Dazu gibt es das Tool Grape, zum Beispiel Word. In dem Text Hallo World finden. Das wird dann gefunden an Stelle 6 und das kann man dann auch wieder weitergeben an das Tool Cut. Dort kann man das Trennzeichen bestimmen mit minus D. Trennzeichen ist hier Doppelpunkt und ich möchte das Feld 1 zurückhaben. Also kommt dann zurück 6. Und als letztes noch einen alten Text durch einen neuen ersetzen, zum Beispiel A durch E ersetzen. Das wird realisiert mit dem Tool SED minus E in Anführungszeichen S für ersetzen. Ersetze A durch E und dann kommt dann statt Hallo World, Hello World raus. Ciao und viel Glück.